Die zweite Auflage von Lumagica von Leiten am Golfclub Murhof begeisterte bereits tausende Besucherinnen und Besucher in den ersten Wochen. Die Hoffnung ist groß, an den Erfolg vom Vorjahr anzuknüpfen. Ja, wir haben es natürlich gehofft und sind tatsächlich heuer auch überwältigt davon, wie gut es ankommt und ja, mit welcher guten Stimmung eigentlich auch die Menschen hier reingehen und vor allem auch mit welcher guten Stimmung sie wieder rausgehen. Und ja, ich glaube, man kann es sehr, sehr gut aufnehmen und ja, in einer fast hektischen Zeit, so wie jetzt, tatsächlich ein bisschen rüberkommen, wenn man da ins Funkeln eintaucht. Der Lichterglanz und die Inszenierungen faszinieren jung und alt. Die Agentur Events als Veranstalter hat sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt und bietet auf dem rund 1,5 Stunden dauernden Rundweg spektakuläre Bilder. Versuchen sie immer ein bisschen wie ein Drehbuch zu machen. Das heißt, also wir bauen es ein bisschen wie ein Film. Das heißt, wenn man durchspaziert, hat man die verschiedensten Motive, die man sieht oder Aktionen oder Shows. Und das Ganze folgt einer gewissen Dramaturgie, eben wie ein Film, wie ein Soundtrack, wie wir es eben nennen. Also es gibt tatsächlich auch Musik, die einen begleitet durch den ganzen Park. Und so gehen wir es ein bisschen an, dass es ein Gesamterlebnis insgesamt ist. Es ist eine Reise durch alle Kontinente, von Australien über Afrika mit Affen auf den Bäumen, Eisbären in der Antarktis, oder ein Eintauchen in die Tiefen der Ozeane. Es ist eine Faszination, der sich keiner entziehen kann. Wir bitten tatsächlich darum, die Karten online zu reservieren. Wir sind in der glücklichen Lage, dass das tatsächlich sehr stark nachgefragt ist, speziell an den Wochenenden. Und einfach online einen Zeitslot reservieren und dann hat man überhaupt kein Problem, hier reinzukommen. Und gehen dort das Ganze noch bis 7. Jänner. Wir haben täglich offen, 7 Tage die Woche, ausgenommen am 24.12.